Ich bin so schnell wie möglich auf dem Weg nach Hause, denn wir haben ein riesiges Problem. Jetzt gerade wurde eine Tornadowarnung für mein Haus ausgesprochen und wir müssen jetzt sofort unser Haus sicherer machen. Oh, ich bin ganz nervös, Leute. Nein, Mann, das neue Haus hier vorne, das war gerade neu. Wir müssen unser Haus sicherer machen, Leute, denn jetzt jede Sekunde kommt hier ein Tornado. Aber wie fängt man bei sowas am besten an und wo ist man da überhaupt sicher? Eventuell ja in so einem Bunker, im Keller vielleicht? Wo würdet ihr euch verstecken, Leute, wenn ein Tornado kommen würde? Schreibt es mal in die Kommentare und lasst natürlich ein Like oder ein Abo da für mehr tägliche Videos. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an, indem wir erstmal die ganzen Fahrzeuge sichern sozusagen. Das bedeutet, diesen Gabelstapler hier, den bringen wir erstmal in die Garage rein. Auch wenn der jetzt gerade nicht wirklich Platz ist, aber ist doch egal. Hier vorne können wir den auf jeden Fall reinstellen. Zack, weil draußen macht er sicher auch nicht besser. Aua, Mann! Ich wollte hier nochmal kurz durchs Tor durch, Mensch. Aber egal, das andere Auto, was hier vorne ist, das müssen wir natürlich auch nochmal ganz kurz sichern. Und das bringen wir natürlich auch nochmal in die Garage, aber dieses Mal in die andere, weil das Garagentor hier oben leider ein bisschen klein ist. Und hier unten das Cabrio von meiner Freundin, Leute, das muss hier auch versteckt werden. So, vorsichtig rein jetzt, zack. Und auch nochmal hier das Cabrio, auch nochmal. Und dann fangen wir auch schon an, die Base sicherer zu bauen. Wie wäre es, wenn wir zum Beispiel irgendwelche krassen Windabwehrzäune bauen oder irgendwelche krassen Mauern? Denn ich habe hier einfach mal was vorbereitet. Und zwar ein gemoddetes Tool. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar sieht das so aus. Und zwar kennt ihr das eventuell. Unten seht ihr gerade diesen Bereich von Minecraft. Und hier haben wir jetzt quasi gerade die Möglichkeit, mit verschiedenen Knöpfen verschiedene Sachen zu bauen. Das bedeutet, ich kann jetzt einfach Minecraft-Sachen hier in Tierland bauen. Ich bin schon ganz aufgeregt, Leute. Ich baue hier schon gegen mein Headset. So, okay. Wir fangen auf jeden Fall an, hier vorne erstmal so eine kleine Steinmauer zu bauen. Ich glaube, dass man davon eigentlich ziemlich safe sein sollte, wenn jetzt hier erstmal so eine Steinmauer ist, oder nicht? Ich meine, ich kann das Ganze hier, ihr seht selber, wie krass ich im Bauen bin. Ich kann übrigens auch fast bridgen. Kennen einige von euch, was das ist? Das ist, wenn man sozusagen so sneakt und dann hier so immer über die Kante rüber baut. Und zwar so. Oh, okay, okay. Ja, gut, vielleicht bin ich doch schlecht in fast bridgen, aber egal. Wir bauen uns hier rüber mal so einen kleinen Tower drin. So, rüber, so. Und hier drüben auch nochmal. Zack, einmal den hier. Zack, dann könnt ihr das quasi selber für eure Minecraft-Base zu Hause nachbauen. Und so. Okay, jetzt haben wir quasi so einen kleinen Ausblick hier vorne. Machen wir noch einmal den hier und den hier. Jetzt haben wir so einen kleinen Ausblick, dass wir zur Not, wenn jetzt hier wirklich der Sturm direkt kommt, können wir hier halt hochgehen so und haben halt einen Ausblick. Also ich bin wirklich gespannt, ob der Tornado hier viel kaputt machen wird oder nicht und wie viel Schaden so ein Tornado generell anrichten kann. Man kennt ja diese ganzen Horror-Stories aus Amerika, wo der Tornado auf einmal komplett ankommt und ich will fast schon sagen, Städte kaputt macht, ne? Ganze Städte, ganze Dörfer, was auch immer. Also sehr, sehr krass. Hier oben drauf nehme ich jetzt mal diesen Moosstein, weil ich habe gehört, das Regen und sowas, das soll sich alles hier so krass sammeln an diesem Moos, aber ich meine, sozusagen so aufsaugen, aber ob das so viel bringt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich denke aber, es wird alles besser sein als die Mauer, die da jetzt gerade steht, ne, weil so wird unsere Base hier auf jeden Fall sehr, sehr wichtig werden. Ich frage mich auch gerade, ob es Sinn machen würde, wenn man von oben einen Deckel auf die Base raufbaut, sodass man quasi von oben geschützt ist gegen Regen und so, aber irgendwie frage ich mich dann halt auch so, ja, von oben, macht das irgendwie so Sinn? Macht irgendwie auch keinen Sinn, wisst ihr? Weil so ein Tornado, ihr wisst es ja selber vielleicht, hat so eine ganz bestimmte Windrose. Das ist quasi das Innere von einem Tornado. Und dort sollen die Windgeschwindigkeiten am krassesten sein. Denn ich bin gespannt, ob wir dann quasi da drin überhaupt sicher werden, wenn wir da so ein Dach bauen, ne? Okay, wir machen jetzt vorsichtig hier auf jeden Fall erstmal dieses Moos überall lang bis zu unserer Steinmauer. So, da drüben ist sie auch schon. Hier drüben auch nochmal. Wir sind hier übrigens auch ein Minecraft-Steve. So, jetzt haben wir hier einfach mal so... Jetzt haben wir hier so Blätter. Okay, warte mal. Die will ich eigentlich nicht nehmen. Wir nehmen hier schön weiterhin das Moos. So, weg mit den Blättern. So, zack. Hier drüben auch nochmal bis zur Steinkante und wir sind angekommen. Oh, jetzt bin ich eingeklemmt, aber egal. So, und rüberbauen. So, okay. Das ist sehr, sehr gut, Leute. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal so eine kleine Mauer gebaut. Oh, hier vorne habe ich eine Lücke gelassen. Nicht, dass wir hier noch irgendwas vergessen. So. Oh, das muss natürlich auch gut aussehen. Und zack. Okay. So, jetzt haben wir so eine kleine Mauer gebaut. Jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal fürs erste Safe. Das reicht natürlich nicht. Und ich habe in einem Artikel eben gelesen, als ich mich hierüber informierte, was man machen sollte bei Tornados, dass man angeblich solche sogenannten Bauzäune, nicht Bauzäune, so Baumzäune, so Holzzäune mäßig, auf dem Dach platzieren sollen. Und davon soll sozusagen der Wind gebrochen werden. So ähnlich funktioniert das auch am Wasser, sozusagen bei auf Sylt sieht man das zum Beispiel. Ihr kennt ja die Insel Sylt. Da sieht man das auch zum Beispiel, dass da an der Küste solche komischen Steine liegen, die dafür da sind, dass halt die Wellen gebrochen werden. Und das soll angeblich auch mit Wind funktionieren. Ich glaube da noch nicht so richtig dran. Und da fällt mir auch gerade ein, wie krass wäre es eigentlich, wenn man einfach mal so eine krasse Windturbine hier aufstellen würde. Da können wir doch direkt Strom produzieren. Digga, ich meine, wenn so ein Orkan kommt, da können wir doch direkt Strom produzieren für ein ganzes Jahr, oder nicht? Wir müssen ja keine Miete mehr zahlen für Strom. So, hier vorsichtig oben drauf. Hier auch nochmal diese Holzteile, die das Ganze hier safe machen sollen.
Na, ich wage zu bezweifeln, ob das funktioniert. Aber vielleicht tut es ja. Vielleicht tut es ja. Wir werden das auf jeden Fall alles austesten, wenn der Tornado hier ist, hier drüben. Auch nochmal ein bisschen nach oben. So, okay, das muss reichen. Das ist nämlich auch mein Hauptgebäude. Das sieht schon so aus, als würde man hier wirklich Wind... Naja, als würde man wirklich Wind auf jeden Fall abhalten kann von uns. Ich habe natürlich noch mehr, Leute. Ich habe natürlich auch noch hier Farbe. Und damit nehmen wir uns jetzt hier einfach mal und schreiben hier ganz, ganz groß SOS drauf. Denn wenn es wirklich soweit sein sollte, dass wir abgeholt werden müssen, dann hier oben auf Sachen natürlich auch nochmal, dann sollte es natürlich auch sein, dass wir von der Luft aus von einem Helikopter gesehen werden. Deswegen schreiben wir jetzt hier ganz, ganz riesig SOS. So, und hier auch nochmal SOS. So, kann man das sehen? Ja, guck mal, wenn jetzt quasi ein Helikopter, genauso wie wir jetzt gerade hier rüberfliegen, zack, oh, SOS auf dem Dach. Okay, aber ich glaube, das reicht doch nicht. Wir sollten hier vielleicht noch eine kleine Festung bauen. Wie wäre es, wenn wir hier ein Fackel, also ein Feuer machen? So ein kleines Signalfeuer, sage ich mal, dass wir von einem Helikopter gerettet werden können. Das sollte doch auch klappen. Hier drüben erstmal schön überall Holzbretter. So, das können wir dann quasi im Fall der Fälle anzünden, wenn der Tornado zu nah kommt. Und dann sehen wir, werden wir hoffentlich mit Rauchzeichen gesehen. Wobei, so, wenn so ein Tornado kommt, Leute, muss man auch einfach dazu sagen, dann ist es wahrscheinlich auch schwierig, uns aus der Luft zu sehen, weil hier alles zerstört wird. Und ob man da überhaupt fliegen kann, auch keine Ahnung. Jetzt gibt es ein paar Fahrzeuge, die wir haben, die halt nicht mehr richtig in meine Garage reinpassen. Wie zum Beispiel diesen Radlader hier. Und ich will natürlich auch nicht, dass ich diese Baufirma, die ich hier engagiert habe, bezahlen muss dafür, dass ich den kaputt gemacht habe. Weil ich kann nichts dafür, die Versicherung bezahlt es ja hoffentlich. Deswegen machen wir aber trotzdem den Radlader auf jeden Fall mit ein paar Seilen fest. Und das sind nicht irgendwelche Seile, sondern das sind so Seile, die halten bis zu 5 Tonnen. Keine Ahnung, ob das stimmt. Keine Ahnung, ob ich da veräppelt wurde im Baumarkt. Aber die haben das auf jeden Fall gesagt. So, dann hier drüben haben wir auch nochmal einen Bagger. So, ich würde gerade sagen, diese teuren Fahrzeuge so, ne? Sowas hier. Dann haben wir hier, oh, ganz gefährlich, Gasflaschen, wo immer noch so ein bisschen was drin ist. Boah, ich weiß gerade nicht, Leute. Sollen wir lieber... Boah, explodieren die? Nee, okay, die explodieren nicht. Aber die sollten wir eventuell auch sichern. Weil ich kann mir vorstellen, wenn die umherfliegen, so schnelle Gasflaschen, und dann öffnet sich das Ventil oder so, oder hier auch den Generator. Gar nicht gut, gar nicht gut. Dann könnte es wirklich passieren, dass hier noch irgendwas explodiert oder auf einmal Feuer ausbricht oder so. Das wäre auch krass. Hier drüben haben wir noch diesen Bagger. So, den müssen wir auch sichern. Und dann haben wir da noch ein Cabrio. Das zeige ich euch direkt mal, wenn wir hier schon beim Cabrio sind. Meine neue Garage, das ist gar kein Cabrio, so ein normales Auto. Meine neue Garage, denn ich habe mir zwei Lambos geholt. So, oder nee, nicht Lambos, Ferraris. So, hier drüben, ah, Mann, wie fahre ich denn? Naja, egal, hier drüben in dieser Garage drinne. So, einmal Tor aufmachen, danke. Hier seht ihr sie, Leute. Ich habe hier einfach zwei richtig, richtig coole Ferraris. Und ein Ferrari hat einfach über 1 Million Euro gekostet. Ich hoffe natürlich nicht, dass die kaputt gehen, ne? Ich meine, guck dir die mal an, wie die aussehen. Die sind nagelnagelneu. Die haben 0 Kilometer auf dem Tacho. Also, wenn die kaputt gehen, dann bin ich wirklich extrem traurig. Hier draußen ist halt auch so Glas, ne? Ja, ich meine, so Glas geht natürlich auch schnell mal kaputt von so einem Tornado. Wie wäre es, wenn wir hier ans Glas sozusagen so ein bisschen so Holzbarrieren noch mal bauen? Ja, vielleicht können wir damit ein bisschen was anrichten. Zack. So, vielleicht kann man dann ein bisschen was retten dann von den Gläsern, dass sie halt nicht so schnell brechen. Aber wenn der Tornado hier wirklich durchzieht, dann wird es brechen. Hier unter ist auch halt auch Wasser. Tornado ist ja was anderes nochmal als ein Tsunami. Ein Tsunami sind ja dann so 10 Meter hohe, nee, noch höher, so 200 Meter hohe Wellen, die vom Meer kommen. Und dann zieht sich ja irgendwie nochmal kurz vorher das Wasser komplett zurück ins Meer rein. Und dann weiß man, oh, Tsunami-Gefahr. Also wenn ihr irgendwann im Urlaub seid oder auf einmal ist das Wasser vom Strand weg, dann ist es entweder, weil Ebbe oder Flut ist oder weil ein riesiger Tornado kommt. Okay, wir müssen hier vorsichtig in dieses oben, dieses Gebäude hier auch nochmal, hier auch rein. Mein Konferenzraum und das Gästehaus. Hier müssen wir am besten diese Tür sichern. Und das machen wir auch nochmal hier mit Brettern. So, zack. Hier drüben einmal rüber und hier vorne. Okay, sieht auch sehr, sehr gut aus. Jetzt heißt es eigentlich warten. Ich gehe mal hier vorne in meinen Aufenthaltsraum mit dem Billardtisch. Da habe ich nämlich einen Fernseher. Gut, ich meine, ich habe überall einen Fernseher, aber da habe ich einen riesigen Fernseher. Und dann können wir hoffentlich mal gucken, ob der jetzt hier gleich kommen soll oder halt nicht. Ich hoffe, dass er jetzt nicht jede Sekunde kommt. Findet ihr, die Base ist gut ausgebaut? Ja oder nein? Schreibt mal in die Kommentare. Oh mein Gott, Leute, eben im Fernseher lief es einfach. Der Tornado soll am Start sein. Und ich bin mal gespannt. Noch merke ich hier auf jeden Fall gar nichts. Ich höre auch nichts. Ich habe mal gehört, dass Tornados richtig, richtig laut sein sollen. Aber ich höre gerade irgendwie eine... Oh, wo war die Lampe? Die Lampe fängt schon so komisch an, sich zu bewegen. Ja, wir gucken mal hier vorne. Jetzt höre ich auch ein bisschen was. Ich höre hier irgendwie ein bisschen Windsturm. Ich muss mal nach draußen, ich muss mal nach draußen. Ich glaube, hier irgendwo bläst gerade schon der Tornado lang. Ich mache lieber mal die Tür zu hier. So, nicht, dass hier noch die Autos kaputt gehen. Hallo, kann die bitte zugehen? Danke. Hier irgendwo, da hinten. Nee. Oh mein Gott, da vorne, tatsächlich. Ein Tornado, Leute. Oh mein Gott, jetzt ist er hier sogar bei der Base. Oh nein, und der macht hier schon den ganzen Track kaputt. Alter, nein, nicht den LKW. Nicht den LKW kaputt machen, bitte. Oh mein Gott, der Tornado bläst hier einfach einmal komplett lang und macht den ganzen Tornado, den ganzen LKW. Oh mein Gott, Alter. Das ist ja lebensmüde, hier in der Nähe lang zu laufen. Alter, der Tornado ist ja völlig krass am Start. Guck mal, der bläst hier einmal lang, aber bisher macht er meiner Base hier nichts, ne? Ey, jetzt bitte nicht zu meinen Ferraris gehen, okay?
Bitte nicht zu meinen Ferraris gehen. Oh mein Gott, ich habe bisher das Gefühl, dass der Tatort jetzt jede Sekunde... Ey, der geht auf meine Ferraris. Hey, aufhören! Was soll das? Alter, das Tor! Das Tor, Junge, es wird einfach alles eingesogen hier gerade von dem Tornado. Hau mal ab, Kollege, was soll das? Alter, hier fallen auch wirklich alle Teile nach und nach. Nein, nicht auf den Ferrari, bitte jetzt nicht auf die Ferraris. Weg von diesem Haus. Nein, nein, er geht auf mein Haus. Nein. Oh mein Gott, er kann sich aber nicht ins Haus. Nein, das eine Auto ist okay, nicht der Ferrari, nein. Nicht der Ferrari. Oh verdammt, mein neuer Ferrari. Aber Gott sei Dank ist der andere heile geblieben. Den sollten wir eventuell jetzt hier raushauen. Ey, mein einer Ferrari wird einfach komplett gerade rausgeschleudert. Alter, nein. Und er ist ins Wasser gefallen. Na, ganz toll. Okay, wenn das so ist, Leute, dann sollten wir jetzt... Alter, der Tornado, wo fährt er hin? Der Tornado fliegt nach oben in den Himmel. Alter, wird es aber jetzt noch ein Tsunami oder was? Okay, komm. Wir bringen auf jeden Fall jetzt den anderen Ferrari in Sicherheit bevor... Alter, wo fliegt der Tornado hin? Da oben ist er auf einmal. Ich bin hier in meinem Ferrari drin, Leute, und der Tornado ist zurückgekommen. Und diesmal ist er einfach unten auf dem Boden. Und ich habe das Gefühl, dass der mich verfolgt irgendwie, oder? Der hat auch ganz, ganz viele Autos da schon wieder eingesogen. Okay, wie komme ich jetzt hier am besten nach oben? Hier vorne lang. So. Und jetzt hier drüben hochfahren. Alter, wir müssen den Ferrari auf jeden Fall sichern. Alter, der saugt hier wirklich alles ein, Leute. Ich glaub's nicht. Vorsichtig hier jetzt rein. So, und jetzt hier ins Garagentor. Hier sollte mein Ferrari auf jeden Fall sicher... Nein! Umdrehen! Umdrehen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Raus, 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 raus! Oh mein Gott! Alter! Alter, was passiert? Was passiert? Oh mein Gott, der Tornado ist hinter mir her, Digga! Oh mein Gott! Was passiert denn jetzt, Alter? Auf einmal ist der Tornado hinter mir her. Nein, mein anderer Ferrari ausschrott. Wow, ich gehe hier aufs Dach, ich gehe aufs Dach. SOS! SOS! Feuer setzen, hier drüben hin, hier drüben hin, hier drüben hin. Alter, auf einmal kommt der Tornado hier richtig lang angepest. Guckt euch das mal an, Leute, der saugt hier einfach meine ganzen Autos ein, ne? Ich meine, guck mal, Alter, und der pest hier einmal komplett lang. Wie sieht denn bitte mein Gartenhaus aus? Also unser Haus, was wir hier verbessert haben zu bauen, hat gar nicht gut gehalten bisher, ne? Und der kommt auch schon wieder direkt in meine Richtung, Alter. Was soll das werden, wenn es fertig ist? Oh mein Gott, der schleudert hier sogar einfach diese ganzen... Der schleudert hier halt wirklich diese ganzen Sachen einfach umher, ne? Guck mal, wie schnell der einfach am Start ist. Hä, was hast du jetzt? Oh mein Gott, was habt ihr jetzt gesehen? Was ist denn da gerade passiert? Oh nein, du willst mir sagen? Oh mein Gott, nein. Das ist einfach jetzt da unten so... Oh Mann, Alter, die fallen die Sachen auf mich. Das ist einfach jetzt ein Feuertornado geworden, oder was? Guck mal, da unten ist Feuer, hat sich Feuer entflammt, weil der so schnell am Start ist. Ich glaub's nicht. Alter, da ist wirklich Feuer unten. Junge, wie krank ist das? Und der Tornado zündet einfach... Der zündet einfach die ganzen Sachen an mein Haus. Der zündet hier einfach mein Haus an. Jetzt ist es einfach so ein Tornado. Aua, so ein Tornado geworden. Wir müssen jetzt ganz, ganz schnell hier oben auf dem Dach ganz, ganz schnell hier unser Leuchtfackeln anmachen, damit hier hoffentlich gleich der Helikopter kommt, der uns retten kann. So, ich hoffe, das reicht hier. Feuer brennt auf jeden Fall. Jetzt werden wir hoffentlich gleich gesehen vom SOS-Signal. Tatsächlich, Leute, wir wurden gesehen und zwar hier oben von dem Tornado und er kommt einfach, von dem Helikopter und er kommt hier einfach, um zu landen. Vorsichtig mit den Antennen hier oben, bitte. Vorsichtig mit den Antennen. So, der landet jetzt hier auf dem Dach und dann können wir hoffentlich einsteigen, Alter. Gott sei Dank. So, jetzt vorsichtig hier hinten die Luke öffnen. Geht das? Ey, vielen, vielen Dank, dass ihr zur Rettung kommt, Alter. Der Tornado. Wo ist denn der Tornado überhaupt? Hä? Ich höre hier was. Ist der Tornado hier oben irgendwo? Alter, Gott sei Dank sind die hier gerade gelandet, ne? Alter, wo ist denn jetzt der Tornado? Der Tornado ist weg, oder was? Ich habe nichts gesagt, Leute. Da unten kommt der jetzt gerade einfach angefahren. Alles klar. So, jetzt hier schnell rein in den Heli. Können wir den fliegen? Oh nein. Okay, er sagt auf jeden Fall, da ist noch ordentlich Sprit. Pass auf, jetzt hier der Tornado kommt. Vorsicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter, der Heli. Steig hoch, oh mein Gott, aua. Aua, oh mein Gott, wieso wackelt jetzt alles? Ah, vorsichtig, hier rüber. Alter, und jetzt rein hier in den Heli. Steig doch rein. Wow, was ist jetzt los? Der Heli, Alter, der wird auf einmal komplett eingesogen. Ich glaub's nicht, Alter. Und jetzt auf einmal ist hier komplett Feuer überall. Was ist denn jetzt los? Oh mein Gott, Leute. Der Tornado kommt, Alter, und der zieht hier einfach an mir vorbei. Und ich bin in dem Tornado gerade drinne. Schnell hoch hier. Und der Heli ist abgestürzt. Nein, wir müssen gucken, ob da irgendwelche Überlebende jetzt gerade drin sind. Ich glaube nicht. Wir gucken mal schnell rein hier. Hallo? Ist hier irgendjemand Überlebendes? Nein, Leute. Selbst die gesicherten Soldaten. Alter, das war's mit denen. Die sind einfach tot. Oh mein Gott. Okay, jetzt schnell raus hier. Jetzt schnell raus hier. Alter, was ist das denn, Leute? Der Tornado hat hier wirklich kein Pardon genommen vor meinem Helikopter. Oder vor dem Helikopter, der mich retten wollte. Was machen wir jetzt am besten, hä? Hier vorne, ja, ich meine, diese Windschutzdinger, die haben eigentlich ganz gut gehalten, würde ich sagen. Aber die brennen halt jetzt auch ab, ne? Aua, das war heiß. So, jetzt vorsichtig hier. Der Tornado kommt angepisst, ne? Der Tornado kommt hier einfach wieder angepisst. Und ich kann euch beim besten Willen nicht sagen, was man gegen den tun soll, Leute. Der kommt hier auf jeden Fall jetzt wieder angefahren und macht hier wirklich wieder alles kaputt. Der Heli, den ich... Oh mein Gott, was ist denn das jetzt? Den Heli, den ich hier gerade nehmen wollte, der ist auf jeden Fall Schrott. Und der Tornado verfolgt mich hier gefühlt. Kann ich mal bitte raus hier aus dem Tornado? Hilfe! Kann ich bitte raus aus dem Tornado? Danke. So, okay. Hier sollte ich erstmal sicher sein, glaube ich. Jetzt aufpassen. Nein, da kommt der Tornado. Ey, das ist, als würde der mich verfolgen und der brennt ja sogar, sehe ich gerade. Oh nein, fährt das Auto noch? Komm. Fahr!
Nicht dahin! Fahr doch, fahr doch, fahr doch! Fahr! 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 Oh mein Gott, Leute, das Auto fährt gerade noch so und der Tornado ist hinter mir her und er zündet wirklich alles an, was hier noch am Start ist, ne? Was hier noch einfach am Leben ist, Leute, er zündet alles an. Was soll ich nur gegen diesen riesigen Tornado machen? Da hinten kommt denn diese gewaltige Feuerkraft. Es ist einfach wirklich so, dass der Tornado unten einfach brennt, ne? Jetzt vorsichtig hier vorne. Ich brauche ein anderes Auto, ich brauche schnell ein anderes Auto. Und zwar hier drin habe ich noch welche, glaube ich. Ist hier noch irgendwo... Ey, jetzt habe ich nur diesen alten Gabelstapler. Egal, nehmen wir. Weg! Wow, nein, wir sind im Tornado drinne. Hilfe mit Gabelstapler, verdammte Axt. Nein, wir werden umhergeschleudert, Leute. Mein Gabelstapler, oh nein. Oh, au, au, die Windrose, die Windrose. Was sollen wir denn nur machen jetzt gegen den Tornado? Ich meine, mir geht's jetzt gerade noch gut, aber wir werden einfach umhergeschleudert. Hilfe. Hilfe, ich muss hier irgendwie rauskommen, sag mal. Ich muss hier irgendwie aus dem Tornado rauskommen. So vielleicht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich liege, ich liege, ich liege, ich liege. So, so geht's, so geht's. Und jetzt schnell rein hier in diesen LKW. Frischer Fisch-LKW. So, mach das Tor auf. Ich muss hier abbauen. Ich muss hier abbauen. Mach auf! So, danke. Okay, und jetzt schnell weg hier. Da kommt der Tornado schon wieder. Ich glaub's nicht einmal. Der verfolgt mich doch. Okay, wir testen einmal aus, ob der Radlader jetzt, ob das hält mit den Seilen auf dem Boden. Oh, die Seile halten, die Seile halten, die Seile halten. Und ja, es hat gehalten. Sehr, sehr gut. Okay, dann müssen wir wirklich schon mal die Baufirma nicht hier entschädigen. Jetzt hier unsere Mauer hält die auch. Oh mein Gott, der Baum. Nein, den hat meine Uroma gepflanzt. Egal, jetzt hier vorsichtig rein in den LKW. Und jetzt hier drüben lang. So. Und jetzt hier. Durchbrechen. Oh nein. Verdammte Axt, Leute. Und der Tornado saugt mich hier wieder auf. Alter, keine Chance. Es ist halt nicht so nur, dass der Tornado mich aufsaugt. Nein, er zündet mich auch noch an. Unser ganzes Haus hier ist einfach zerstört. Es ist ja alles verwüstet. Alles, was wir aufgebaut haben, Leute. Alles kaputt. Was würdet ihr machen, Leute, wenn ein Tornado kommt? Lasst uns mal ein Like und noch ein Abo da. Ich bin sehr gespannt, wo der Tornado mich jetzt hinschweben wird. Tut mir den Gefallen, checkt unbedingt das Video aus, was ihr gerade seht. Das ist aktuell auf meinem Kanal. Dann seid ihr immer neu am Start. Lasst ein Abo da für tägliche Videos. Wir sehen uns im nächsten Video. Dann wünsche ich euch bis dahin und ciao, ciao.